Halli, hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Oddworld Soulstorm. Wir sind in der Fat Station angelangt, müssen die infiltrieren, eine ganze Menge Slicks in der Nähe und wir spielen hier Verstecke mit denen. Hier bräuchte ich wahrscheinlich wieder Fettoline, aber ich gehe mal davon aus, dass wir das hier finden werden. Ziehe den Hebel um, ja, okay, würde aber gerne erstmal hier oben gucken. Okay. Ist hier noch was? Nee. Also das macht das Ding auf. Wir werden es wahrscheinlich erst benötigen, sobald wir hier den ganzen Spaß gemacht haben. Ach du Scheiße. Aber den können wir chanten. Er kann doch auch an Hebeln ziehen, ne? Zieh. Jetzt kriegt er hier drüben auf den Kopf. Ich glaube, dann können wir ihn platzen lassen. Ja. Ja, das hat auch mal ganz gut funktioniert. Und wir kommen hier durch. Müssen uns auch nicht mehr verstecken. Müssen bloß mal ein bisschen abwarten, weil hier oben gerade schon wieder Alarmstufe gelb ist. Mulator. Gierige Klukons werden alles tun, um Mulat zu scheffeln. Damit das Mulator funktioniert, musst du den verlangten Betrag zahlen. Sieht aus, als würde sich dieses Tor öffnen. 30 Stück möchten sie haben. Wie viel haben wir denn gesammelt? Sehen wir leider nicht. Vielleicht auf Escape? Da oben stehen 8 Münzen, aber... Ja, 8 haben wir angezahlt. Vielleicht kriegen wir ja den Rest noch hier im Mülleimer. Wo es eigentlich ungewöhnlich wäre, wenn die Slicks ihr Geld in den Müll werfen. Gut, also es reicht nicht. Haben aber auch die Spinte nicht durchgeguckt. Da gab es 2. 3. 2 und 9. Beziehungsweise haben wir jetzt insgesamt 9. Richtig, ja, also fehlen immer noch 13. Nochmal 2. Und 5 haben wir 7, also fehlen noch 6. Kommen wir hier noch weiter runter? Kommen nicht weiter runter. Ich zahle die trotzdem mal fix oben ein. Und dann müssen wir mal schauen, was wir hier noch am besten machen. Hä? Ich dachte, wir hatten... Okay, also es fehlen noch 8. Hm. Was es hier oben mit dem Tor auf sich hat, verstehe ich nicht ganz. Ich weiß nicht, wozu das offen sein muss. Weil das bringt ansonsten gar nicht viel. Wir kommen leider auch nicht mehr runter. Das heißt, die einzige Option ist, erstmal wieder hochzufahren. Kann natürlich sein, dass ich... Beziehungsweise, es kann nicht nur sein, es... Aber warum... Warum ging das Tor jetzt zu? Die machen das bei einer gewissen Alarmstufe anscheinend hoch. Aber ich kann halt nicht unendlich lang chanten, sonst hätte ich gesagt, ich chante vorher. Nee. Gut, also müssen wir erstmal kurz warten. Bis sich die Lage hier beruhigt. Und dann... Müssen wir die Tresore, die Spinte dort noch leerräumen. So, es ist wieder offen. Aber Chanten hören die halt leider sofort. Wir haben zwar wieder Klebeband. Wir könnten es riskieren, dass wir versuchen nochmal den Typen da drüben zu fesseln. Da gab es 3 Mula. Ich verstecke mich jetzt erstmal kurz, weil ich weiß nicht genau, wie lange der Typ da drüben braucht, um wieder zurückzukommen. Es ist jetzt schon rot da oben, obwohl wir hier unten sind. Das heißt, weggechantet kriegen wir den auf jeden Fall nicht. Das ist das Einzige, was wir machen können, ist hier raus. Hier drüben den Spind uns greifen. Dann hochspringen. Ich glaube, wir haben schon genug. Wir haben gerade 6 gefunden und davor, glaube ich, 3. Aber wenn wir einmal hier sind... Guck mal, jetzt haben wir schon 11. Ja, also es passt auf jeden Fall. Nein, wir haben nicht 6 gefunden, sondern es sind insgesamt 6. Entschuldigung. Es steht immer neben der Itembezeichnung, wie viel man gesamt hat. Und rechts weiter daneben, wie viele es in dem jeweiligen Spind waren. So, ab runter. Dann können wir das Ding öffnen und kommen hier hoffentlich auch mal ein bisschen weiter. Mhm.
Ja, voller Betrag bezahlt. Und rein dort. Nö, brauchte ich mich gar nicht ausblenden. Oh oh. Was haben wir? Angestellte 30, Geflüchtete 2, Security 46, Verlust 2. Okay. Keine Verluste bei den Angestellten. Aber von den Securities 2. Wenn aber nur 2 geflüchtet sind? Ja, gute Frage. Arbeitsrad. Öffne die Tür mit Hilfe des Arbeitsrads. Möglicherweise musst du es mehr als einmal drehen. Untersuche das Arbeitergefängnis. Öffne die Tür mit dem Arbeitsrad. Nein, nicht da drauf. Ich wollte doch auf das Arbeitsrad drücken. Jetzt haben wir's. So. Okay, ich muss gedrückt halten. Ah. Nicht, wenn der Slick hier kommt. Jetzt nochmal. Passiert da noch? Ja, passiert noch was. Da oben ist wieder so ein Anti-Chant-Ding. Dreh dich rum. Er sieht uns anscheinend auch nicht, wenn er selber drin ist. Das ist ja schon mal eine sehr glückliche Sache. Okay. Wir haben hier wieder so ein Unendlichkeitsding. Das heißt, es ist egal, wie viele Slicks wir töten. Es kommen immer wieder welche nach. Chanten können wir eh nicht und ich wüsste nicht, wie wir die anders töten sollen. Wir haben nicht mal was im Rucksack. Also warten wir kurz, bis er sich wieder rumdreht. Dann können wir rüberspringen und weiter zum Arbeitergefängnis vordringen. Jetzt ist natürlich er da oben. Das ist äußerst unpraktisch. Wie ängstlich unser Ape gerade geguckt hat, war fast ein bisschen niedlich. Wir müssen wieder warten, damit er sich mal beruhigt. Ach, wäre das schön, wenn wir ihn jetzt irgendwie überraschen könnten. Einfach so am Bein ziehen oder so. Langsam beruhigt es sich. So, jetzt müssen wir hier trotzdem halt relativ lange dran drehen. Und vor allem halt gucken, dass wir nicht erwischt werden dabei. Er dreht sich. So, dann drehen wir uns. Nein, mach doch. Schneller. Schneller. Ja gut. Und Checkpoint. Wir haben erst 2 von 32 Mudokuns gerettet. Das macht mir schon wieder Sorgen. Da oben kommt einer raus. Runterspringen können wir nicht. Das war knapp. Ah, es dauert dann... Hilfe. Hey, es ging. Ein Glück. Dauert dann halt immer ein bisschen länger. Ich könnte natürlich auch schleichen und mehr abwarten. Dann müsste man nicht so lange warten, bis die sich beruhigen, aber... Nee, das traue ich mir gerade noch nicht zu. Ich hoffe, wir stehen weit genug im Dampf drin, dass wir hier nicht entdeckt werden. So. Ich springe einfach oben drüber. Ah, es ist aber auch schwierig, weil ich meine, wir müssen so oder so springen und springen macht immer laut. Man kann nicht leise springen im Spiel. Also ist es halt so, wie es ist. Ah, wir kommen auch so weiter. Ich sehe halt gerade irgendwie aktuell sehr, sehr wenig Geheimareale oder sonstiges. Ich sehe schon wieder, dass wir gar nichts mehr voll kriegen. Arbeitergefängnis, Tankreihen 2 bis 3, Betankungsturm, Bahngleis. Wir machen erstmal noch die Kisten kaputt. Eine Gebräuflasche. Noch mehr Gebräuflaschen, noch mehr Gebräuflaschen. Na, wenigstens mal wieder irgendwas, was wir im Inventar haben. Die haben wir auch sehr lange nicht gebraucht, ne? Bis jetzt eigentlich nur die Minen. Und die Steine in letzter Zeit. Arbeitspfeife. Pfeife damit und lass die Mudokuns wissen,
dass die arbeiten sollen. Nicht genügend Mudokons. Benötigt 6 Stück in der Nähe. Okay, wir müssen 6 Stück sammeln, die dann hier an die Dinger ranstellen und dann kommt einmal der Pfiff. Der Dünnpfiff kommt dann. Irgendeiner schläft hier. Man hört es nur leise schnarchen. Nächste Mülleimer drin. Wie die Mutter konnte schlafen oder was? Das sieht ja nicht aus, als wäre er krank. Gibt's ja wohl nicht. Ah, okay. Dann arbeiten sie gleich wieder, wenn der Ape da ist, ne? Schön so tun. Gamespeak. Wenn du oben gedrückt hältst, bringst du alle Mudokons im Gebiet dazu, dir zu folgen. Drückst du... Ja, haben wir auch schon rausbekommen. Die Tipps kommen irgendwie alle ein bisschen spät. 3 Stück haben wir. Die nächsten 3 werden wahrscheinlich hier drüben kommen. Und dafür, dass hier eigentlich die Gefangenen arbeiten, ist hier relativ wenig Security. Wir haben noch einen Getränkeautomat. Da können wir doch mal ein paar Mulas ausgeben. Oder? Recycle. Recycle-Anlage. Werde reich mit Schrott. Derzeitige Mula 21. Derzeitiges Inventar 4 von 9. Ape erhält 8 Stück. Hier kannst du deine leeren Flaschen recyceln und in Mula verwandeln. Jede leere Flasche bringt dir 2 Münzen ein. Okay, würde ich recyceln. Und damit haben wir das. Ist doch schön. So, B ist abbrechen, was auch immer schon wieder B ist. Ich drücke einfach Escape. Geht auch. Noch ein Tipp. Derselbe Tipp. Alle mitkommen. Na, sieht doch gut aus. Wir haben 6 Freunde gefunden. Wir haben eine ganze Menge Geld. Weil wie jeder weiß, mit Geld kommen Freunde. Und dann können wir doch den Spaß hier oben jetzt mal ansetzen. Ja, Leute, pfeift. Also nicht pfeift, ich pfeife. Ihr macht. Die eine Tür hat jetzt 6 Leute gebraucht. Okay. Warum nicht? Wir werden immer reicher hier. Wenn, dann sind das doch eigentlich denen ihre Spinte, oder? Ich meine, wir sind im Gefängnis. So klauen wir ja eigentlich, klauen wir unsere eigenen Kumpels. Sie haben uns trotzdem noch lieb. Kommen die mit hoch? Ja. Mudokons im Verstecke. Mudokons folgen dir und verstecken sich mit dir in Spinden. Drücke doppelt X. Okay. Ja, die Frage, wie lange die dafür brauchen. Ja, die haben relativ flink gemacht. Hier ist doch gerade noch einer lang. Ja, jetzt kommt er. Ich bin schon wieder viel zu ungeduldig für den Spaß. Das ist halt die Frage. Wir können jetzt, ja, wir warten, bis er rüberläuft, gehen in die nächsten Spinte, dann läuft er wieder hierher und wir können an ihm vorbei, dass hier 6 so eine oder 7 so eine Schranktüren aufgehen. Hört er natürlich überhaupt nicht. Und wenn die alle so quietschende Knochen haben wie wir. Nein, jetzt, ach, jetzt sind 2 davor gelaufen. Wie dumm. Ein bisschen Gehirn brauchen die doch. Jetzt müssen wir nochmal einen Zyklus abwarten, bis er wieder vorbei ist. Also am besten ganz links in den Spind gehen. Dann passiert so ein Scheiß nicht. Weil die Frage, ob wir einfach nur da hoch müssen oder ob wir an ihm vorbei müssen. So, jetzt gehe ich hier in den... Ah, nein! Nein! Geht schnell rein. Oh Gott. Aber warum? Warum ist es passiert? Ach komm, wir lassen uns sterben. Was soll der Spaß, aber ich möchte meine Mudokons retten. Das können wir doch so nicht lassen. Dann sterbe ich lieber und wir haben wieder alle. So, jetzt fix hier runter. Warum das jetzt gehört wurde, verstehe ich auch nicht ganz. Ich glaube, wir könnten die Spinde auch nochmal durchsuchen nach mehr Mula. Aber das dauert halt auch so lange.
Aber wir machen es trotzdem. Möchte nicht nur als Held aus der Geschichte rausgehen, sondern als reicher Held. Hier ist nichts drin. Die sind jetzt alle leer, ne? Hier. Nein. Naja. Wir sind jetzt wahrscheinlich wieder viel zu spät dran. Und wir werden wieder sterben. Wow. Das war knapp. Ich verzichte jetzt mal darauf, da hochzugehen und den Mülleimer zu durchsuchen. Ist mir irgendwie doch ein bisschen zu heiß. Schnell hoch, hoch, kommt, Mudokons, springt, springt, springt. Na, ein Glück. Wir haben es geschafft. Was ist das auch für Security, die den ganzen Tag pennt, ne? Also unser Glück. Ich beschwere mich gar nicht. Wir haben eine Überwachungskamera und wir kriegen wahrscheinlich einen Tipp, was wir damit machen können. Wachhäuser. Slick sichern ihre Gebiete und Scanzonen, Alarmvorrichtungen und Wachhäusern. Sei vorsichtig. Das ist ja ein netter Tipp. Das heißt, wir müssen jetzt schnell hier rüber und alle verstecken. Mal gucken, ob die schnell genug sind. Hat geklappt. Es wäre noch da oben lang gegangen. Ich würde eigentlich ganz gerne nochmal da hochgucken. Hm. Ja, ich glaube, ich laufe nochmal zurück. Und es hat sich absolut gar nicht gelohnt. Na, das ist doch schön. So, ne, jetzt müssen wir alle nochmal hier rüber. Aber im Prinzip müssen wir uns, glaube ich, gar nicht verstecken. Wir können auch einfach dran vorbeilaufen. Die Kamera bleibt ja lang genug oben und hören kann die auch nicht. Weiß ich, wir könnten hier nochmal durchgucken. Hier ist nichts weiter. Die sind auch alle schon offen. Was haben wir hier? Oft befinden sich hieran mehr als ein Slick. Vermeide, dass ein Alarm ausgelöst wird. Okay. Nee. War eigentlich nicht so gedacht. So, wir machen hier zu. Warum auch immer wir das getan haben. Shit. Dachte nicht, dass die Kamera so weit hochkommt. Also ihr hört auch dort auf. Also es geht eigentlich. Müssen wir mal gucken. Kriegen das meine... Ne, da haben sie Schiss vor. Also müssen wir doch hier runter. Und alle verstecken. Ja. Was will man machen? Jetzt ist die Frage, wenn sich das beruhigt, geht er wieder da rein? Oder bleibt er jetzt dauerhaft hier draußen? War nicht meine Schuld, ja? Das waren die anderen Mudokuns. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Wir gucken mal, was passiert. Ob er sich wieder rein verkriecht. Jetzt ist er ruhig, aber ich glaube... Okay, er schläft. Dann ist es doch gar nicht so schlimm. Er kommt rüber. Hä? Was will man machen? Ja, wir haben ganz paar Mudokuns verloren. Dann ist es jetzt halt so. Ich möchte nicht nochmal zurück. Wir hätten halt vorhin den Alarm nicht auslösen dürfen. Dass er jetzt mit hier unten steht, macht halt alles nochmal ein bisschen schwieriger, aber... Naja. Also eigentlich auch nicht, weil er schläft, aber... Ich brauche ja irgendeine Ausrede, warum ich so schlecht bin. Er läuft jetzt auch wieder durch. Ja, was soll ich machen, ne? Es ist halt... Zumindest haben wir keinen verloren jetzt. Ist halt echt schwierig, die alle irgendwie zu organisieren. Jetzt ist er wieder aggro, obwohl wir gerade den Moment gehabt hätten, den Spaß hier zu verlassen. Ja, wir haben 4 Mudokuns verloren. Es tut mir wirklich leid, aber jetzt nochmal sterben. Kommt einfach schnell mit. So. Wir können nicht alle retten. Angestellte. Verluste, geflüchtete Security. Weiß nicht, ob mit den Verlusten jetzt wir gemeint sind, weil wir haben ja 4 verloren. Ach, und hier oben wäre der Rettungspunkt gewesen. Wirklich jetzt? Hm. Ich gehe nicht nochmal zurück. Wir haben so oder so, haben wir es in keiner Folge geschafft, alle zu retten oder in keiner Mission.
Dann retten wir die jetzt erstmal, machen an der Stelle Schluss und hoffen mal, dass die nächste Folge ein bisschen besser läuft. Danke fürs Zuschauen, bis dahin, macht's gut.